Ja, hallo, hier aus Kairo. Ich sitze hier im Wohnzimmer von Anas und Sarah, die meine Gastgeber waren. Und jetzt gerade sitze ich mit Anas und seinem Freund Malik und die haben einen ganz besonderen Gruß für mich. Ja, ich schalte mal einfach rüber. Oh, so schnell. Hallo. Ich fühle mich heute sehr wohl, dass ich Daniel. den Daniel, also ich wollte sagen, den geehrten Journalist sagen, aber Okay. kein Problem. Also wir haben einen schönen Tag miteinander verbracht und ich hoffe, dass das auch in seinem Gedächtnis bleibt. Und ein kleines Geschenk wollte ich ihm mitgeben, dass er uns sehr eventuell, also praktisch an uns erinnert, und zwar ein Vers von dem Heiligen Koran, was uns an seine Reise jetzt und an das, also was er macht, erinnert, wo Gott in dem, oder wo Allah in dem Koran, in dem Vers 49, in der Sura 49, Vers 13 sagt, wo ihr Menschen, wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen, haben euch zu Völkern, Stämme gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Wahrlich, der Edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. So ein Vers möchte ich euch gern in seiner Originalsprache hören lassen. Bitte schön. السلام عليكم، guten Tag. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Tja, wenn das mal nicht ein schöner Abschiedsgruß war. Bis zum nächsten Mal.